Achtung, Achtung! Hier spricht der Sender Wirwolf, Sender der deutschen Freiheitsbewegung in den vom Feind besetzten Gebieten. Das Oberkommando unserer Feinde hat über die besetzten Gebiete Ausgehverbot verhängt. Dieses Verbot gilt nicht für uns Werwölfe. Auf vertrauten Wegen sind wir auch im Dunkeln zusammen. 4 Jahre lang sind unsere Feinde in der Nacht gekommen, um aus ihren Mordmaschinen den Tod über unsere Heimat auszusehen. Jetzt sind ihre Soldaten gekommen, die Aussaat zu ernten. Aber nun gehen wir in der Nacht aus und sehen den Samen der Freiheit. Die Saat wird keimen. Wir werden am kommenden Tag ihre Früchte ernten. Eine unblutige Revolution hat uns den Nationalsozialismus gebracht. Ein blutiger Krieg hat ihn uns nehmen sollen. Jetzt rufen wir Werwölfe alle revolutionären Herzen auf, das Friedenswerk, das der Krieg geläutert hat, zu erobern. Wir brechen die Fesseln, die uns daran hindern wollen. Darum kreisen unsere Gedanken nur um den einen Punkt. Den Feind vernichten, schlagen und wieder schlagen, bis die Eindringlinge vertrieben und die Sklavenhalter hinweggefegt sind. Unsere Pflicht dient dem Reich. Unser Leben gehört unserem Volk. Wo ein Freiheitskämpfer fällt, stehen neue auf. Verräter, Feiglinge und Gesinnungslumpen fallen unter unseren Hieben. Wer der deutschen Freiheit schadet, ist unser Feind. Wer ihr nützt, gehört zu uns. 5,5 Jahre lang haben wir für Volk und Reich gekämpft. Mit der Waffe in der Hand oder an der Werkbank. Der Feind hat uns Waffe und Werkzeug aus der Hand geschlagen, in den besetzten Gebieten. Jetzt geht der Kampf erst recht weiter. Alles, was wir besessen, Haus und Heim, haben die Terrorbomber zerschmissen und verbrannt. Alles, was wir lieben, Großeltern und Eltern, Frauen und Kinder, Geschwister und Freunde, haben die Luftmörder zerschlagen. Unser Herz ist nicht ärmer geworden. Seine Liebe zur Heimat wird nur größer und es ist stärker geworden im Hass. Hinter uns liegen Trümmer und Gräber. Vor uns liegt die Zukunft, aus der uns die Feinde ausschließen wollen. Aber wir sind da. Wir kämpfen und leben und sterben für die deutsche Zukunft. Tod unseren Feinden! Sieg unserer Freiheit!